Wir sind jetzt. Weiter auf die Migusjagd. Ja, ich glaube, ich hätte mich hoch teleportieren können. Aber ich wollte nur mal sicher gehen. Was hier wirklich nichts übersehen habe. Kann man zweideutig sehen, ich weiß. Die Seite rund um Keller. Alles weg. Ja. Revelio. Da hinten. Hallo, Homura. Revelio. Contrinto. Revelio. Allo Homura. Da war's. Revelio. Ja, kommt gleich. Hab gesehen. Strafarbeitskammer. Diese Kammer dient in der Schule angeblich als bevorzugter Ort zur Bestrafung von Schülern. Auch wenn die körperliche Folter beim Nachsitzen nicht mehr angewandt wird, ist die Aura dieser grausamen Praktiken noch immer zu spüren. Akio. Revelio. Mal schauen, nach wo es uns dahin noch, wo uns da geht. Allo Homura. Es gibt ein kleines Plugin. Ich sagte, dass ich es tue. Ja, das solltest du auch. Darauf kannst du lang warten. Nein, diesmal werde ich sie fragen. Das sagst du schon seit 40 Jahren. Habt ihr das gesehen? Sie hat mich angeschaut. Werter Schulterhaufen. Danke. Blick auf mich zurück.
Revelio. Das solltest du. Was haben wir hier? Wandteppich, die Jagd der Kopflosen. Dieser Wandteppich zeigt die Jagd der Kopflosen, eine Gruppe kopfloser Geister, die von Sir Patrick Mincy Portmore für verschiedene Spielchen zusammengetrommelt wurde. Sie sind berüchtigt dafür, dass sie sich weigern, den Gryffindor-Hausgeist von Nucleus Mincy Poppington in ihre Reihe aufzunehmen, da er nicht völlig kopflos ist. Ja, kannst machen, was du willst. Wir haben ja auf der einen Seite ja recht. Rebellion. Da ist noch irgendwas. Da drüben. Könnte ich vielleicht meinen Körper aufmachen? Das war fantastisch. Raum des Todestagsfeier. Diese düstere, geräumige Kammer in den unteren Kerken von Hogwarts eignet sich perfekt für die gelegentlichen Todestagsfeiern, die hier von den Schlossgeistern gefeiert werden. Die meisten Sterblichen bleiben solchen Feiern lieber fern, da das dort so wird ihr Essen stark verwest ist und die Nase der Geister zu erreichen. Revelio. Ja. Okay. Braucht man nicht unbedingt. Andere Richtung. Ah, wir kamen ja von hier. Stimmt. Kurz nochmal Kontrolle. Wird nichts gezeigt. Ist okay. Mehr oder weniger. Da unten ist noch was. Oder habe ich dich jetzt? Du hast Sebastian in einem Duell besiegt, oder? Mhm. Ach, ein Skriptorium? Noch. Nein, möchte ich nicht denn aktuell. Große Halle. Ich möchte in die große Halle. Da habe ich garantiert das oben auf der Bühne stehen sehen. Oder hinten bei den Lehrern. Rebellion. Außen steht noch ein bisschen was. Oben ist noch ein bisschen was. Alohomora. Rebellion. Irgendwas ist hier. Revelio. Ich habe ewig keine Eule. Vielleicht nächste Woche. Nun. Ah, jetzt Moment. Stufe 1 ist okay. Humora.
Revelio. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Mhm. Der, den ich brauche. Warte mal. Das ist immer die einzige Chance, dass man da hinkommt. Kurz Inventar. Wir haben jetzt 7 von benötigten. Haben wir hier unten 13. Das haben wir jetzt über die Hälfte. Karte. Wir sind nur groß. Also insgesamt fehlen uns noch 5. Wir sind jetzt hier mit durch. Große Treppe. Fehlen uns noch 4. Also ich möchte eigentlich einen Wegpunkt setzen nach hier oben von hier aus. Wir haben hier viel zu erkunden wieder. Revelio. Den haben wir die schon. Alohomora. Wenn wir schon da sind, können wir es auch mal kurz machen. Dann haben wir es ja wenigstens fertig. Revelio. Machen wir kurz mal in Gegenrichtung. Ja. Ach, hier bin ich. Komm, trinken! Revelio. Lumos. Mhm. War doch bei dem Mädchen drin. Revelio. Was. Weit weg. Revelio.
Ach, da ist es. Lachender Schlagsiege. So, yep. Rebellion. Komplett verfranst, ne? Darüber muss ich so rumlaufen. Ist aber okay. Ja. Es ist halt doch größer, das Schloss, als eigentlich gedacht. Rebellion. Ach, von hier aus? Okay. Immer kurz mal durchschauen. Rebellion. Ich laufe hier von einem zum anderen. Haben wir schon, Rebellion. Ach, hier geht's hoch zu uns zum Gemeinschaft. Alles durch, aber also im Gemeinderaum kann kein Demigus sein. Das wäre ja blöd. Rebellion. Schon. Da haben wir den hier. Hogwarts-Architekt. Hogwarts-Architekt hier umgeben von 4 Hausmaskottchen entwarf und überwachte den Bau von Schloss Hogwarts. Gemeinsam mit der Gründerin Rowena Ravenclaw, der die Gestaltung des sich ständig veränderten Grundrisses zugeschrieben wird. Danke. Rebellion. Das ist auch wieder ein Seitenhieb auf die anderen. Konnte ich die nicht aufmachen oder warum? Ist das Teil hier hinten nicht fertig? Geöffnet, aber wird nur angezeigt. Rebellion.
Revelio. Irgendwo müssen hier noch ein paar versteckt sein. Ah. Revelio. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Küchentische. Wenn die Hauselfen Hogwarts fertige Speisen auf die Tische stellen, werden sie auf magische Weise auf den Tisch und großen Hall direkt darüber übertragen. Revelio. Sehr schön. Irgendwas ist immer noch da. Sieht aus wie die Bewohnungen, oder? Lebensräume der Hauselfen. Die praktischen und kreativen Hauselfen von Hogwarts haben sich zwischen den Fesseln in den Küchen von Hogwarts zu ein gemütliches Dorf in das Haus zu Hause geschaffen. Natürlich kann man sich nicht anmaßen zu wissen, wie es in ihrem Inneren wirklich aussieht. Die Hauselfen haben eine ganz eigene, außergewöhnliche Magie. Revelio. Haben sehr recht damit. Aber sie haben hier auch kein Eigentum. Ein willkommener Leckerbissen. Köstlich. Alohomora. Hat lang gebraucht, bis sie was gefunden hat, hier alles. Oh, um Himmels Willen. Revelio. Habe ich sonst irgendeine Kleinigkeit übersehen? Hier geht's zu den Hufflepuffs, weiß ich. Ja, ist gut. Legioso, Descendo, Excelliamus, Incendio. Hipsa, so, ich bin ausgerastet. Ich hab das einfach vorhin letztes Mal nicht gesehen gehabt. Gut. Revelio. Ist nichts mehr. Und hier geht's zu den Slytherins. Okay, ich war bei den Gryffindors noch nicht vor der Tür gestanden. Aber hier ist halt wirklich nichts. Ich hammer. Hier oben sind wir schon x-mal durchgelaufen. Ich habe x-mal gedrückt. Da ist nichts mehr.
Was hat immer dazu gehört noch alles? Keinen Sinn. Gehört das leere Zimmer eigentlich mit dazu? Große Treppe. Ravenclaw, Gemeinschaftsraum der Ravenclaws. Kolleghof unter der großen Treppe, Turm vor großen Treppe, große Treppe. Flügel, Kloppenturm, Astronomieflügel. Wir gehen jetzt mal noch hier oben. Ich weiß jetzt wirklich nicht noch, wo ich gerade noch weiter suchen soll. Revelio. Da oben. Aber ich habe noch keine Stufe 3. Nee, das waren nur die hier. Nein. Nein, da drin waren wir auch schon. Ach komm, lass mich doch einfach raus. Reden wir kurz mit ihm. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Wir haben es fast geschafft. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Homora wirken. Ich schaue mich weiter um. Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe Ihnen mehr Monde. Ich muss Sie für Ihren außerordentlichen Mut loben. Oh, vor allem, weil Sie nur nachts gesammelt werden können. Ich kann mich aber am Tag schon anschleichen. Nein. Revelio. Das sind nur die Sachen zum Öffnen. Muss ich eh noch später in das leere Zimmer? Nein. Da geht's auf. Machen wir jetzt auch fertig. Hier kommen wir von Ravenclaws, wenn ich mich nicht irre. Yep. Revelio. Da oben ist was. Komplett übersehen. Haben wir denn? 23 minus 15. Minus 15 sind wir bei 18. Minus 10 sind wir bei. Moment. Ich kann schon nicht mehr rechnen. 8. 8 und dann haben wir diese komische 2. Da brauchen wir eine 6. Und die 6 ist der Salamander. Der hier oben. Und unten haben wir 19. Weniger 9, jetzt sind wir bei 10. Weniger 3, jetzt sind wir bei einer 7. Salamander auf der 1 und diese komische Tentakel hier drüben auf der 2. Jetzt mal schauen, wo die Teile waren. Die waren ja auch irgendwo gewesen. Revelio. Den hier. Und den hier. Revelio. Irgendwas höre ich noch. Ganz da oben, oder?
lauter den Ruhm und jetzt noch einmal. Revelio. Irgendwo hier muss er doch sein. Hm.